Sorg Rennsport ist mit 3 BMW-Rennfahrzeugen am Start, 2 M235 und der M3 GT4. Wir sind bei so einem internationalen Rennen entsprechend international aufgestellt. Wir haben Fahrer aus wirklich vielen verschiedenen Nationen. Auf dem M3 GT4 ist es ein Däne, ein Iraner sogar und 3 Deutsche. Auf dem BMW M235 haben wir 3 Engländer. Einen Einheimischen, einen echten Dubaianer und einen Peruaner, der schon die 24 Stunden in Daytona gefahren ist, also international und wirklich sehr gut besetzt. Wir haben dieses Jahr ein Feld von an die 100 Fahrzeuge und das auf einer relativ kurzen Strecke wird die absolute größte Herausforderung und Schwierigkeit sein. Wir hatten gestern ein sehr erfolgreiches Qualifying mit der Pole Position in der M235 Cup-Klasse. Leider hatten wir aber auch einen Unfall zu verzeichnen des zweiten M235, der so stark beschädigt ist, dass wir den nicht an den Start des Rennens heute bringen können. Der M3 GT4 hat im Vergleich zum letzten Jahr sich stark verbessert. Wir sind über 3 Sekunden schneller geworden auf der gleichen Strecke mit gleichen Bedingungen. Auf die Distanz gesehen rechnen wir uns sehr, sehr gute Chancen aus und sind entsprechend hoffnungsvoll, was das Rennen betrifft. Wir sind letztes Jahr nach etwa 12 Stunden Führung Zweiter geworden in der Klasse. Entsprechend groß sind natürlich unsere Ziele für dieses Jahr, fehlerfrei durchzukommen und am Ende dann auch den Klassensieg herauszufahren. In der Klasse SP3, wo wir mit dem M3 GT4 am Start sind, haben wir 15 Starter, ein riesiges Feld. Da wäre es natürlich sensationell, wenn wir da ins erste Drittel oder vielleicht sogar aufs Podium kommen könnten. It's my first time with this excellent team, Sorg Rennsport. I'm really happy to be part of this race. Unfortunately, the second driver had a little incident, so we can't continue the race. But there was a lot of traffic at the track, a lot of cars, almost 100 cars, but I had a lot of fun. Motorsport is my life. I love driving. It's my passion. My father was also a rally race car driver, and I want to thank Sorg Rennsport for the very professional team and
very friendly and human. It was really a very nice experience. Das Auto ist unheimlich gut abgestimmt dieses Mal, er ist wahnsinnig neutral. Schlimmstenfalls kommt er etwas übers Heck und das ist sehr einfach und gut zu kontrollieren. Unser Auto läuft eigentlich sehr gut, wir haben zwar keine Heckstoßstange mehr, mussten jetzt zum dritten Mal schon Bremsen wechseln, aber ansonsten läuft der Wagen wirklich hervorragend. Die Herausforderungen waren sicherlich die Nacht mit den wahnsinnig vielen Autos und dem wahnsinnigen Verkehr. Es sind doch sehr viele schneller als wir. Da haben wir dann auch eine hinten drauf gekriegt und die Stoßstange verloren. Einfach die familiäre Atmosphäre hier. Die zwei Brüder, die wirklich alles geben, die Mädels, die dazu in der Küche stehen. Das Team ist einfach rundum. Ja, man fühlt sich wohl. Ich hatte ja gestern schon gesagt, dass wir uns in der Klasse SP3, der GT4-Fahrzeuge, über einen Platz unter den ersten fünf freuen würden. Den fünften Platz haben wir holen können. Wir haben noch nie so hart für einen fünften Platz kämpfen müssen. Wirklich 24 Stunden lang auf höchstem Niveau. Die Fahrer haben alles gegeben, waren richtig gut unterwegs. Wir haben klitzekleine Problemchen gehabt, als ein Kolben im Bremssattel sich verkantet hatte. Das hat leider sehr viel Zeit gekostet, aber in Summe sind wir unheimlich zufrieden über den Platz. Wir werden natürlich der VLN und der RCN am Nürburgring treu bleiben. Da werden wir erstmals auch einen Porsche Cayman einsetzen. Ansonsten sind wir gerade dabei, einen weiteren BMW M3 GT4 zu bauen für die 24-Stunden-Series. Der ist dann etwas spezieller an das Reglement hier angepasst. Wir sind am Wochenende vor den 24 Stunden Dubai in Winningen zum Skispringen gewesen. Der Skisprung-Weltcup wird von der Firma Avia gesponsert. Und wir konnten da mit Stefan Hauke von der Firma Avia eine tolle Partnerschaft vereinbaren, die uns auf der technischen Seite mit Ölen versorgt, aber auch darüber hinaus sind diverse Dinge geplant, die in nächster Zukunft dann auch bekannt gegeben werden können.